beide vom BR kommen und beide aus der Abteilung Softwareentwicklung Plattformen. Daniel Büchele kennt ihr vielleicht schon, das ist der Herr rechter Hand. Er hat auch bei uns schon einiges vorgestellt. Vorletztes Mal auch zum Plattformentwicklung und App-Entwicklung Bayerischer Rundfunk und letztes Mal noch Schneiden mit Adobe Audition, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Neben ihm Philipp Dressel. Die beiden, oder zumindest erstmal Philipp, wird etwas erzählen darüber, was diese ominöse Abteilung SEP, Softwareentwicklung Plattform, eigentlich ist und woher sie kommt. Und wird uns etwas dann erzählen über darüber, welche Produkte innerhalb dieser Abteilung entstehen und entstanden sind und wie sich das Ganze einbettet in Entwicklungskontexte in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen. Und das Ganze ist dann auch noch moderne Softwareentwicklung. Und Daniel wird dann eine App vorstellen, die sie gerade diese Woche gelauncht haben für Bayern 2 und uns da auch noch etwas über die Historie erzählen. Die ganzen Entwickler, für die wir diese Vorträge hier auch so gelegt haben, sitzen jetzt dummerweise da hinten zum Teil. Wenn ihr Lust habt, kommt doch auch einfach noch ein Stückchen nach vorne. Damit übergebe ich dann an euch. Braucht ihr hier noch das Handmikro? Nö, wir tauschen dann. Ja, also hallo nochmal. Freut mich, dass ich hier sein kann und unsere Abteilung für Softwareentwicklung und Plattformen im BR kurz vorstellen kann. Bevor wir in die Details übergehen, würde ich kurz gern erläutern, was eigentlich der Hintergrund von dieser Abteilung ist. Und zwar war das so, dass gegen Ende 2012 hat sich die Geschäftsleitung vom Bayerischen Rundfunk mal so angeschaut, was der BR eben so für digitale Produkte hat, was es da an Angeboten gibt. Und zu diesem Zeitpunkt gab es auch schon eine Abteilung im BR, die hat sich so ein bisschen als die hausinterne Medienagentur verstanden, wo Redaktionen mit Ideen oder Anforderungen an diese Abteilung rantreten konnten und die hat das dann dementsprechend umgesetzt. Und der Wunsch der Geschäftsleitung halt vor dem Hintergrund, dass eben die Nutzung von Fernsehen und Radio, die klassische Nutzung, langsam stagniert und eben die Nutzung von digitalen Angeboten exponentiell wächst, war einfach mal rauszufinden, was da eigentlich noch so drinsteckt im BR, was man eigentlich noch alles so erreichen kann. Und aufgrund dessen haben sie dann, wie es da steht, da im gesamten Haus eine große Nachfrage nach multimedialen Entwicklungen besteht, wird zeitlich befristet ein Jahr eine Entwickeleinheit mit dem Namen Digitale Garage eingerichtet. Und dazu wurde ein externer Berater ins Haus geholt, das ist mein jetziger Chef, Mustafa Isik, den Namen hat man vielleicht auch schon mal gehört, und eben diese Digitale Garage gegründet. Und das waren wirklich am Anfang dann 6 Leute. Der Flori ganz rechts, der hat gerade sein Abitur gemacht und ist einfach damit mit eingestiegen. Und der Auftrag war wirklich einfach zu eruieren, was es einfach an zusätzlichen digitalen Inhalten für den BR noch geben könnte. Und das lief dann so ab, dass eben alle Parteien so im Haus dann ihre Ideen vorgestellt haben. Und Mustafa hat dann was relativ Mutiges gemacht. Er hat dann mehr oder weniger gesagt, cool story, Bro, wir finden das nicht so cool, beziehungsweise wir finden, dass wir selber schauen sollten, was wir meinen, was für digitale Produkte für den BR wichtig sind. Wir bauen die einfach mal selber und schauen mal, was passiert. Ich habe noch ein Zitat dazu von ihm mitgebracht. Wir müssen in der Lage sein, Schritt zu halten, um authentisch zu sein und unsere Stärken in die neue, gegenwärtige und kommende Realität des Medienkonsums zu übertragen. Wo wir scheitern, werden wir unseren Auftrag nicht erfüllen, gesellschaftliche Relevanz und unsere Daseinsberechtigung verlieren, mit unvorhersehbaren Folgen für die Gesellschaft und Demokratie. Das ist jetzt erstmal ein großes Statement. Ich finde das aber schon extrem wichtig, dass eben die dass man diesen Hintergrund versteht, dass eben die Öffentlich-Rechtlichen das ernst nehmen müssen, dass sie sich neu erfinden müssen, dass sie eben im Zeitalter, wo extrem viele Menschen, man muss mittlerweile gar nicht mehr so jung sein, um nicht mehr so viel bayerisches Fernsehen zu gucken, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen in diesem Bereich eben auch positionieren müssen und idealerweise aufgrund ihrer Größe eben auch ganz vorne mit dabei sein sollten. Ich gebe jetzt einen kurzen Überblick über 3 ausgewählte Projekte, die diese digitale Garage und dann nachfolgend die Abteilung Softwareentwicklung und Plattformen gebaut hat, nur um so einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Das erste war eine interaktive Webseite zu einer Dokumentation über den Nahen Osten. Und zwar war das eben eine interaktive Webseite, die zusätzliche Inhalte zu dieser Dokumentation
bereitgestellt hat, und man konnte dann, man kann das da sehen, wirklich auf der Timeline von der Dokumentation über die Inhalte diskutieren und konnte weiterführende Daten sich dazu anschauen. Für diese Webseite haben wir dann den Grimme Online Award gewonnen, und das war natürlich dann auch an die Geschäftsführung nochmal ein wichtiges Signal, dass das Ganze erfolgreich läuft. Als nächstes Projekt war dann etwa ein Jahr später ist das Chromecast von Google auf den Markt gekommen. Und der BR hat natürlich auch mobile Apps gehabt für die Mediathek, die waren aber als Hybrid-App programmiert. Und das war technisch einfach nicht lösbar, dann diese Chromecast-Funktionalität da rein zu integrieren. Und da hat sich dann das Team von der digitalen Garage eben hingesetzt und wirklich in wenigen Wochen die kompletten Mediatheks-Apps auf Android und iOS vom BR neu implementiert, eben mit dieser Chromecast-Funktion drin. Und das hat dann eben dazu geführt, dass zum Launch vom Chromecast eben der BR entsprechend dann auch daran beteiligt war. Letzte App, die ich gerne vorstellen würde, ist die BR24-App, kennen vielleicht auch einige schon. Das ist unsere Nachrichten-App, und da ist ein ganz besonderer Grundsatz steht dahinter, und zwar hat die einen ganz strikten Stream-Charakter. Klassischerweise sind das ja Journalisten, die entscheiden, welcher Artikel steht ganz oben, welcher ist jetzt gerade wichtig, und die BR24-App ist aber ganz konsequenter Stream. Die neuesten Nachrichten sind ganz oben. Jedes Mal, wenn ich die App aufmache, habe ich neue Inhalte. Ich habe nicht den ganzen Tag immer denselben Leitartikel oben. Das war so ein ganz wichtiger Punkt bei der Entwicklung dabei. Wir haben jetzt gerade die Version 2 rausgebracht von dieser App, haben da noch zusätzlich 360-Grad-Videos integriert. Wir können jetzt gezielter Push-Nachrichten rausschicken nach persönlichen Präferenzen. Und bei den persönlichen Präferenzen auch nochmal ganz wichtig in dieser App, man kann sich quasi den Nachrichtenstream, den man bekommt, personalisieren. Zu jedem Artikel, der in dieser Nachrichten-App erscheint, gibt es Schlagworte, und die Schlagworte, die mich persönlich interessieren, kann ich abonnieren und bekomme dann einen nach meinen Vorstellungen zusammengestellten Nachrichtenstream und werde dann entsprechend auch benachrichtigt, wenn es halt zu meinem Geschmack neue Nachrichten gibt. So viel zum Überblick über die Apps und Produkte, die wir bisher so gebaut haben. Jetzt gehe ich ein bisschen mehr zu den Technologien über, die wir verwenden. Bei uns ist ganz klar der Anspruch, weil wir schnell agieren wollen und vorne mit dabei sein wollen, dass wir moderne Technologien einsetzen. Wir sind dabei, alles, was wir so an alten monolithischen Softwares haben, abzubauen, und setzen eben ganz stark zum Beispiel auf Node.js, weil wir im Browser eben auch JavaScript verwenden und jetzt eben im Backend auch. Wir verwenden von Facebook das React-Framework, um unsere Web-Applikation zu gestalten. Wir brechen unsere Applikationen in Microservices auf, verpacken die in Container, lassen die in Docker laufen, und durch Kubernetes orchestrieren wir das Ganze dann. Also Kubernetes sorgt dafür, dass dann die einzelnen Microservices sich wieder gegenseitig finden können, miteinander arbeiten können, und auch, dass wir flexibel auf Lastspitzen reagieren können, dass wir, wenn hohe Last ist, einfach vollautomatisch neue Instanzen dazu provisionieren können, die diese Last dann entsprechend abfangen. Und genau, ich habe noch einige weitere Frameworks und Tools hier drauf getan, unter anderem Auphonic, wo wir gleich auch noch einen Vortrag hören werden. Das ist uns ganz wichtig, das ist auch deswegen wichtig, damit man gute Entwickler findet. Wenn man alte monolithische Software einsetzt, wird es umso schwerer, junge, gute Entwickler zu finden, die da Lust haben, dran zu arbeiten. Und wir haben auch nicht den einen Stack, der bei uns komplett vorgeschrieben ist, sondern jedes Projektteam hat schon die Freiheit, in einem gewissen Rahmen sich selber Tools rauszusuchen, die für dieses Team und dieses konkrete Projekt eben sinnvoll sind. Das Deployment selber, ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir unsere Software in Microservices aufbrechen. Das sieht dann also so aus, dass ein Projekt, hier sind es jetzt mal drei verschiedene, ein Frontend, ein Backend und eine Datenbank, die jeweils ihr eigenes Repository haben. Jedes einzelne Repository wird vollautomatisch zu Images gebaut, und diese Images werden dann in Kubernetes als Services deployed. Und diejenigen Services, die tatsächlich nach außen verfügbar sein wollen, werden dann über einen Load Balancer ins Internet gestellt. Also die Datenbanken halt zum Beispiel nicht, aber das Frontend und das Backend in dem Fall schon. Und was wir dann machen ist, wir nehmen das Ganze und gehen sozusagen eine Ebene tiefer. In dem Hauptprojekt kann es verschiedene Branches geben, und jeder Branch
bekommt vollautomatisch eine Umgebung provisioniert, in der er läuft. Das heißt, wenn ich als Entwickler was Neues ausprobieren will in einem unserer Produkte, mache ich einen neuen Branch auf, warte ein paar Minuten und habe eine vollständig durchkonfigurierte und laufende Umgebung, in der dieses Projekt läuft, in realen Bedingungen und kann das eben benutzen, um zu testen, rumzuspielen. Und dann haben wir so ein Pattern, unter denen halt die Services dann nachher erreichbar sind, einfach im Internet, und das Ganze ist dann entsprechend abgesichert, dass natürlich von außen dann auch noch nicht freigegebene Sachen niemand draufkommt. So viel zum technischen Hintergrund. Die andere Seite, die natürlich extrem wichtig ist hier, ist die interne Organisation von unserer Abteilung. Mittlerweile sind wir etwas über 90 Leute, circa 40 davon sind Softwareentwickler. Und eine ganz große Herausforderung war natürlich, das Ganze so zu organisieren, dass wir diesen Anspruch an schnelle Entwicklung auch erfüllen können, ohne dass es in totalem Chaos endet. Und hierbei ist auch nochmal ganz wichtig, ich hatte ja eingangs gesagt, dass am Anfang die Produkte mehr oder weniger nach unseren eigenen Ideen entwickelt wurden. Das ist allerdings mittlerweile nicht mehr so, sondern wir entwickeln zusammen mit den Redaktionen auf Augenhöhe die Produkte. Also wir sind nicht dahin zurückgegangen, dass wir die interne Webagentur sind, an die man rantritt, sondern wir reden auf Augenhöhe mit den Redaktionen und treffen uns in sogenannten Produktdesign-Meetings. Die sind einmal in der Woche für jedes Projekt, und daran sind zum einen eben die Redaktionen beteiligt. Die sind da jede Woche mit dabei und schauen sich an, wie weit wir sind. Das ist komplett transparent. Wir machen da auch keine Präsentationen oder so, sondern man sitzt wirklich im Kreis zusammen und schaut sich an, was ist der aktuelle Stand. Dann haben wir die Qualitätssicherung mit dabei, wir haben die Entwickler natürlich mit dabei, wir haben ein eigenes Design-Team, die auch in diesen Produktdesign-Meetings mit dabei sind. Wir haben ein User-Lab, was wir benutzen, um vor dem Projekt rauszufinden, was Leute zum Beispiel überhaupt erwarten von einer Bayern 2-App, was würden Leute sich davon erhoffen, und auch während der Entwicklung kann man dieses User-Lab dann einbinden, um eben zu validieren, dass, was man entwickelt hat, tatsächlich auch verstanden wird von den Leuten. Und als letzten Part haben wir dann noch die sogenannten MCs, Masters of Ceremony. Die würde man klassischerweise vielleicht Projektmanager nennen, die haben aber explizit, die sind nicht die Chefs vom Team, sondern alle in diesem Produktdesign-Meeting sind gleichberechtigt. Und die MCs sind so ein bisschen das Bindeglied, die sorgen halt dafür, dass die Leute entsprechend informiert sind. Die sind die Ansprechpartner außerhalb von den Produktdesign-Meetings, wenn doch mal was aufkommt. Das ist grob gesagt unsere Struktur, wie wir arbeiten, und wir setzen das jetzt sehr erfolgreich ein. Wir haben einen sehr schlanken Prozess dadurch, das heißt, die Entwickler kommen tatsächlich auch zum Entwickeln. Genau, und an dem Punkt würde ich jetzt an Daniel Büchel übergeben, um ein bisschen was über die Bayern 2-App zu erzählen, die diese Woche rausgekommen ist. Genau. Gibt es das Mikro? Nee, tut's nicht. Dann stelle ich mich hin. Genau, die Bayern 2-App, wie gesagt, haben wir diese Woche gelauncht und ist auch so ein Beispiel für ein Produkt, das wir gemeinsam mit der Redaktion entwickelt haben. Das ging los letztes Jahr im November, kam die Redaktion von Bayern 2 auf uns zu und hat gesagt, wir wollen eine App. So, das ist erstmal so eine Anforderung. Jeder hätte wahrscheinlich gerne eine App, oder zumindest hier ist das so. Wir sagen aber so, wenn man eine App will, so dann soll das nicht irgendwie die Fünftverwertung von dem gleichen Content sein. Das muss Sinn machen. Was kann eine App besser als eine Webseite? Bayern 2 habt ihr heute Vormittag in einem Vortrag vielleicht gesehen, hat die erfolgreichsten Podcasts hier auch im BR. Das heißt, ist eine App überhaupt notwendig? Und dann haben wir uns eben zusammengesetzt. Die Redaktion von Bayern 2, die ihr Programm halt genau im Kopf haben, die wissen, welche Sendungen es gibt, wie sieht die Nutzerschaft, die Hörerschaft aus. Dann waren dabei Markus Schuler zum Beispiel und Entwickler von unserer Abteilung. Und wir haben überlegt, was können wir damit machen, dass wir eben nicht einfach die 15. Radio-App, in der ich einen Livestream anhören kann, machen können. Haben wir die NPR One App gesehen, die kennen wahrscheinlich auch einige von euch, die so empfehlungsbasiert Beiträge von NPR zur Verfügung stellt. Wir waren dann auch bei NPR in Washington und haben vor Ort mit den Leuten von NPR gesprochen. Und das war dann eigentlich auch unser Ziel für die Bayern 2 App, dass wir so das Programm von Bayern 2 besser zugänglich machen, weil die Vielfalt einfach enorm hoch ist und empfehlungsbasiert den Leuten neuen Content empfehlen. Wichtige Ziele, die wir uns dabei gesetzt haben,
Ich meine, hier hat keiner ein Problem damit, irgendwie einen Podcast-Feed zu abonnieren und den in seinem Podcatcher runterzuladen. Aber das haben wir auch heute Vormittag gesehen, so, das ist nicht der Großteil der Realität da draußen. Der Großteil verwendet unter anderem Radio deswegen, weil es diese Einfachheit hat. Man geht in die Küche, drückt beim Radio irgendwie auf an und dann kommt da was raus. Ich muss mich nicht weiter drum kümmern. Das ist auch ein Ziel, das wir mit der App hatten, dass ich oft in dieser App, ich drücke auf Play und höre was mich hoffentlich interessiert. Der oberste Punkt hier, das Überraschungsmoment des Radios, ist auch was wir da bei unserer App relativ hoch als Ziel gesetzt haben. Und zwar, wir haben in der Medienforschung rausgefunden, Bayern 2 ist ein Programm, viele Leute, die sagen so, das schalte ich ein, da kommt schon was Gutes. So, ich weiß nicht, was kommt und ich such's mir auch nicht aus, aber so, da kommt meistens was mich interessiert, da kommt vielleicht auch was mich davor nicht interessiert hat, mich dann aber interessiert. Und das trifft sich natürlich auch wieder ganz gut mit dem Auftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Und als letztes, dieses Lean-Back-Erlebnis ist bei Audio eh relativ klar, das ist keine App oder auch kein Use Case, wo ich irgendwie mein Handy in der Hand habe und die ganze Zeit damit interagiere. Ich konsumiere Audio während dem Autofahren, ich konsumiere es in der S-Bahn und habe währenddessen mein Handy irgendwie in der Hosentasche und mache andere Sachen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz durch die App durch. Also man kann so aus verschiedenen Kategorien auswählen, was interessiert mich so grob. Irgendwie interessieren mich Gespräche, interessieren mich Wissenschaftssendungen. Da haben wir so ein bisschen das Programm von Bayern 2 kartografiert und geschaut, was gibt's denn überhaupt, in welche Bereiche können wir das einteilen. Und dann als nächstes, wie gesagt, wir haben so einen Algorithmus, mit dem wir dann dem Nutzer Empfehlungen geben wollen. Haben wir hier so Tinder-artig, werden dir einzelne Beiträge vorgeschlagen und man kann dann sagen, das klingt interessant, das klingt nicht interessant. Und so lernen wir den Nutzer initial kennen, um diese Cold-Start-Problematik zu vermeiden, weil sonst wird der Nutzer in der App geschmissen, wir haben keine Ahnung, was interessiert ihn überhaupt. Aber wenn er schon mal gesagt hat, mich interessieren Gespräche und danach in diesem Tinder vielleicht zwei Gespräche gefunden hat, die einen interessieren, dann haben wir schon mal einen relativ guten Startpunkt und verlieren den Nutzer hoffentlich nicht. Und dann haben wir eben den Player und da, wie ich schon gesagt habe, so einfach wie möglich. Man soll auf den großen Play-Button drücken und was hören, was einem gefällt. Wenn es mir gefällt, drücke ich aufs Herz. Wenn es mir nicht gefällt, auf Skip. Und das war's eigentlich. Wir haben dann auch noch so ein Verzeichnis. Das sieht ähnlich aus wie der App Store. Das ist quasi der App Store für Bayern 2, mit dem ich das ganze Programm durchsuchen kann, wo ich irgendwie beliebteste Stücke sehe, wo ich die einzelnen Kategorien nochmal durchsuchen kann. Und mir gezielt einzelne Sachen rauspicken kann. Aber das Herzstück ist unser Algorithmus. Man kann dem hier noch so ein paar Richtungen vorgeben. Also wie gesagt, welche Bereiche einem aus dem Programm interessieren. Und dann eben, ob man eher kurze Stücke bevorzugt, längere Stücke. Das ist auch so was. Wir haben uns erstmal das Bayern 2 Programm angeschaut. Ganz viele dieser Beiträge, die hier im Radio stattfinden, sind Magazinsendungen, die gehen eine Stunde lang. Bestehen aber in Wirklichkeit aus irgendwie 10 verschiedenen Einzelbeiträgen, die irgendwie zwischen 1,30 und 5 Minuten sind. Und das ist dann in irgendwie so eine Magazinsendung zusammengefasst, in der das so eine bunte Mischung ist. Das ist für Empfehlungen natürlich schwer zu machen, weil wenn mich der dritte Beitrag daraus interessiert und der vierte wieder gelangweilt hat, dann ist das für unseren Algorithmus schwer zu lernen. Deswegen haben wir diese Magazinsendungen und das alles wirklich aufgebrochen und haben jetzt sehr viele kurze Stücke in unserer App. Wo man eben sagen kann, ich präferiere die, dann kriegt man viele kurze Stücke und kriegt so einen bunten Überblick über viele Themen. Aber natürlich hat Bayern 2 auch die Ein-Stunden-Sendungen, die vielleicht am ersten zu dem rankommen, was wir so als Podcasts kennen, wo ich wirklich in ein einstündiges Gespräch, was in die Tiefe geht. Wenn ich sowas bevorzuge, kann ich eben da auch dem Algorithmus quasi meine Präferenz vorgeben und dann werden eben die Audios entsprechend ausgewählt. Hier habe ich jetzt einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Wie kommt so ein Audiostück in die App? Das ist ein Screenshot von dem CMS, das unsere Redaktion verwendet. Wir haben für die App selbst ein eigenes CMS entwickelt. Hier im BR und auch sonst in ganz vielen
In ganz vielen öffentlich-rechtlichen Anstalten innerhalb von Deutschlands verwendet man eine Schnittsoftware, die sich DIGAS nennt. Ich weiß nicht, ob die Leute von euch kennen. Ich sehe schon Jubel im Publikum. Die es nicht kennen. Wenn ihr schon mal so beim Flughafen auf diese Check-in-Terminals geschaut habt, die so aussehen wie MS-DOS, die man mit den F-Tasten bedient. Sowas als Audioschnittsoftware ist so. Wenn man es unter Kontrolle hat, ist man damit auch sehr schnell. Das ist auch bemerkenswert, wie ich, wenn man da Leute sieht, die das bedienen können, irgendwie die tippen auf der Tastatur und haben innerhalb von einer Minute einen Radiobeitrag geschnitten und produziert. Also ich sage nicht, dass das keine Berechtigung hätte. In dieser Schnittsoftware werden die Radiobeiträge sowohl hier im BR, aber auch ganz in ganz vielen anderen Anstalten in der ARD produziert. Und von da aus dann als MPEG-2 exportiert und landen dann bei uns in dem CMS. Man kann in dieser Schnittsoftware, werden schon so Metadaten mit angegeben, die dann unter anderem auch für digitale Radio, DAB zeigt ja zum Beispiel den Titel an, der gerade läuft und sowas. Die Daten kriegen wir da auch gleich mit. Wir brauchen aber für unsere App dann noch extra Metadaten, die unser Algorithmus eben braucht. Man sieht es da auf der rechten Seite, da kann ich eben auswählen, in welchen Bereichen kommt denn dieses Audio vor? Ist das eine Dokumentation? Geht es da um Kultur? Dann auch, was man da noch sieht, ist dieser blaue Slider, Haltbarkeit ist der überschrieben. Das ist auch so ein Metadatum, was man bei uns jetzt für die Audios mit angibt. Da geht es darum, wie lang ist dieses Audio relevant? Also zum Beispiel, man hat irgendwie die Wahl in Amerika. Da gibt es jetzt ganz viel Vorberichterstattung. Die ist aber komplett irrelevant am 8. November oder wann auch immer die Wahl ist. Wenn die Wahl stattgefunden hat, will kein Mensch mehr die Vorberichterstattung hören. Da kann ich eben dann quasi die Haltbarkeit angeben, um das auch so als weiteres Metadatum. Dann die Bilder noch. Und so bestücken die Redakteure dann die Audios mit den zusätzlichen Metadaten, die wir für die App brauchen. Und dann sieht man oben rechts Inhalt des Beitrags. Jeder Beitrag ist technisch bei uns eher eine kleine Playlist. Da ist aktuell nur der Beitrag selbst drin. Da können die Redakteure aber noch Jingles einfügen zum Beispiel. Da können die Produktpromo oder also für andere Sendungen Promos einfügen und sich so diesen Beitrag einzeln zusammenbauen. Wenn der Beitrag dann fertig ist, schicken wir ihn so zur Auphonic. Auphonic hilft uns dabei, eben die einzelnen Bestandteile des Beitrags zusammenzusetzen, dass die Jingles mit einem Crossfade reingeblendet werden und so weiter. Die unterschiedlichen Qualitätsstufen berechnet werden, dann kommen die Daten wieder zu uns zurück und werden dann in der App ausgeliefert. Ein Vorteil, den wir da im Moment haben, ist halt, dass es die Umgebung, in der die Audios abgespielt werden, ist komplett von uns kontrolliert, weil die aktuell nur in unseren Apps gespielt werden. Das heißt, wir können sicher gehen, dass jeder Client kann irgendwie AAC, High Efficiency Codecs abspielen und so weiter. Das macht die Sache relativ angenehm, da gute Qualität zu liefern, auch wenn man irgendwie schlechte Verbindungen hat. Genau, so landen die Audios in der App. Und dem Nutzer wird dann quasi so ein endloser Stream zusammengestellt aus diesen Beiträgen, der so aus drei Säulen besteht. Das sind, ich fange mal ganz rechts an, die algorithmischen Empfehlungen, da habe ich wahrscheinlich schon am meisten zu gesagt. Das funktioniert ganz grob gesagt so, die App generiert Events. Solche Events können zum Beispiel sein, Nutzer hat einen Beitrag zu Ende gehört oder Nutzer hat einen Beitrag irgendwie nach 30 Sekunden abgebrochen. Aber auch der Nutzer hat den Beitrag auf Twitter geshared, der Nutzer hat den Beitrag, auf Facebook geshared, irgend sowas. Das sind alles Events und diese Events haben Gewichte, positive wie negative. Also wenn ich einen Beitrag zu Ende höre, dann hat er mir schon wahrscheinlich in irgendeiner Art gefallen und wir können das, ich will es einfach mal als Beispiel, geben wir eine +2. Wenn ich den Beitrag irgendwie noch auf Twitter geshared habe, dann war wohl noch irgendwie interessanter, dann ist es eine +5. Wenn ich ihn nach 30 Sekunden abgebrochen habe, ist es vielleicht eine -2. Also jetzt diese Gewichte gerade frei erfunden, aber so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Und so kriegen die einzelnen Beiträge, diese Events eben Gewichtungen. Und dann versuchen wir, ähnliche Nutzer anhand dieser Events zu finden. Das heißt, was wir gar nicht machen, ist inhaltsähnliche Beiträge zu suchen, weil wir da gesagt haben, da haben wir halt das Problem so, man hört den ersten Beitrag über die CSU und dann unser Algorithmus sieht, CSU und sucht den nächsten und den nächsten und den nächsten Beitrag aus und man landet irgendwie ja in so einer Nische und kommt da immer weiter rein. Aber hier auch wieder so, wir wollen ja als unseren Auftrag auch irgendwie sehen, dass wir
möglichst breit informieren, den Nutzer auch mit Themen geben, die er vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen, was wir machen, ist, wir versuchen, ähnliche Nutzer zu finden. Also zu sagen so, okay, der Philipp ist vielleicht ein ähnlicher Nutzer wie ich. Was gefällt denn dem Philipp? Und dann empfehle ich das dem Daniel auch mal so. Also ihr kennt es vielleicht von Amazon, Nutzer, die das gekauft haben, kauften auch. Und das ist quasi das, was wir als eine Säule für unseren Algorithmus haben. Dann eben vom Nutzer ausgewählte Themen. Das ist wirklich, wenn der Nutzer sagt, ich möchte Beitrag XY hören, sucht den über die Suche oder findet ihn irgendwie in unserem Entdecken-Feature und zieht die in seinen Stream rein. Und dann als letzter Punkt, der auch eine extrem hohe Gewichtung bei uns hat, ist die redaktionelle Kuration. Das ist auch was der BR so als eine seiner Kernkompetenzen versteht, ist nämlich, hier sitzen Leute, die kennen dieses Programm in- und auswendig. Und wir produzieren, also Bayern 2 produziert täglich 10 Stunden gesprochenes Wort, was in dieser App landet. Das ist eine unglaubliche Menge. Und eine der Dienstleistungen, die quasi der BR anbietet, ist eben diese redaktionelle Kuration, nämlich zu sagen, was ist denn wirklich das Hörenswerte, was sind die Empfehlungen. Und deswegen haben unsere Redakteure eben die Möglichkeit, dieses Programm mit zu beeinflussen. Also wir setzen da nicht nur auf die algorithmischen Empfehlungen, sondern geben eben auch der Redaktion die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen. Wie sieht es aus? Erstmal natürlich durch die Metadaten. Das ist relativ einfach. Wenn ein Redakteur sagt, das ist ein Gespräch, dann wird das Leuten empfohlen, die Gespräche mögen. Ein zweiter Punkt, den ich hier kennengelernt habe, das hatte ich davor irgendwie überhaupt gar nicht auf dem Schirm, ist die sogenannte Sendeuhr. Und das ist das Schema, nach dem Radio gemacht wird. Wenn man so ein Radio, also jeder Radiosender hat so eine Sendeuhr hinterlegt, in der ist gegliedert, wie das Programm aussieht. Da wird gesagt, oh, zur vollen Stunde kommen die Nachrichten, danach kommt ein Interview, dann kommt ein Gewinnspiel, dann 3 Musikstücke und dann kommt irgendwie was Lustiges und dann was zum Nachdenken, so ganz grob. Diese Sendeuhr haben wir in dieser App versucht nachzubilden. Das heißt, die Redakteure stufen die Beiträge auch noch ein. Ist das ein Aufmacherthema? Ist das eine Hintergrundstory? Ist das irgendwie was Lustiges für zwischendurch? Hier ist als Break gekennzeichnet. Und dann nutzt der Algorithmus eben auch diese Reihenfolge, sodass die App versucht halt nicht mit irgendwie einer einstündigen Hintergrundreportage anzufangen, sondern macht erstmal ein Aufmacherthema, weil das einfach gezeigt hat, dass das Radioprogramm so funktioniert. Es soll eben nicht zufällig zusammengewürfelt irgendwie Audiobeiträge hingekotzt sein, sondern es soll dieses Erlebnis, wo sich irgendwie Leute, die sich mit Radio auskennen, die letzten 100 Jahre Gedanken drüber gemacht haben, die wollen wir hier halt auch mit einbeziehen und so soll die App dann am Ende eben klingen. Dann gibt's noch so ein paar andere Bereiche. Zum Beispiel kann die Redaktion so Must-Hears festlegen. Das ist so, wenn irgendwie, das ist das Event heute. So, selbst wenn ich mich nicht für Politik interessiere, dass Donald Trump Präsident geworden ist, sollte vielleicht jeder mitbekommen oder sowas. Das oder hoffentlich nicht. Aber falls es der Fall ist, sollte es wahrscheinlich jeder mitbekommen. Dann kann die Redaktion so sagen, so, das ist unser Must-Hear heute, dieser 3-Minuten-Beitrag. Der ist einfach von so hoher gesellschaftlicher Relevanz. Den hauen wir mal an alle raus. Oder eben auch nur, vielleicht, keine Ahnung, David Bowie ist gestorben. Das ist für Leute, die sich für Musik interessieren, wahrscheinlich auch ein Must-Hear. Dann können sie sagen, für Leute, die sich für Musik interessieren, ist das heute unser Must-Hear. Und so ist das eben so diese dritte Säule in der Zusammensetzung von unserem Stream. Und genau, damit bin ich eigentlich auch durch mit der Bayern 2 App, so als ein Beispiel, was wir jetzt als letztes, aktuellstes Produkt rausgebracht haben. Genau, das ist nochmal Nick. Eine kleine Übersicht in unser Büro. Also ein relativ wilder, kreativer Ort. Genau, gibt's Fragen? Seid ihr alle totgequatscht? Ah, guck mal. Und schon wird's getriggert. Kann man die Inhalte nur in Deutschland hören oder auch in Österreich oder anderen Ländern? Weltweit kein Geoblocking. Da drüben gab es noch eine Meldung, bitte nochmal. Ich würde jetzt total gerne die Bayern 2 App nutzen.
Bin aber kein Bayer. Ist das so eine Art Template, was man dann auch an andere ARD-Sender weitergeben könnte oder auch für andere BR-Sender? Da können wir auf jeden Fall mal ins Gespräch kommen und da bist du auch nicht der Erste, der uns darauf angesprochen hat. Und ja, also wir sind da auch im Gespräch mit anderen ARD-Anstalten, das irgendwie... Ich meine, das muss natürlich Sinn machen und im BR ist so Bayern 2 für uns jetzt das Programm gewesen, wo es am meisten Sinn macht, weil das ist halt wirklich ein wortstarkes Programm, wo irgendwie viel gesprochener Inhalt passiert, wo es auch viel Material dann gibt, was rechtlich dafür nutzbar ist, aber es gibt eben natürlich in der ARD auch ganz viele andere Sender, wo das Sinn machen würde und da sind wir auch offen für Gespräche, um da irgendwie eine gute Lösung auch für andere Sender zu finden. Wir freuen uns natürlich, wenn die Software Anklang findet. Jo, euer Technologie-Stack, der hat eigentlich ganz interessant ausgeschaut, also da war ja quasi alles oben, was das Hipster-Entwicklerherz begehrt. Ja. Welche Technologie da von denen hat euch da eigentlich am weitesten nach vorne gebracht? Wo sagt sie, okay, das ist wirklich geil zum Entwickeln, sind wir so froh, dass wir uns für diese Technologie entschieden haben? Gute Frage. Ich würde sagen, zum einen ist es auf jeden Fall React. React hat wirklich, da hat sich jeder Entwickler bei uns, der sich damit beschäftigt hat, hat nachher gesagt, okay, das ist super cool. Und es macht es uns auch leichter, einzelne Komponenten von unseren Webseiten eben wiederzuverwenden. Und zum Beispiel die Bayern 2 App ist jetzt auch in React Native implementiert. Also schon so, dass es native User Interface Elemente benutzen kann, aber es ist eben auch in JavaScript geschrieben. Und kurzer Zusatz, Go setzt ihr wo ein? In welchem Bereich? Ist das für die Microservices oder? Go setzen wir eigentlich hauptsächlich in der Infrastruktur ein, also mit dieser Cluster-Automatisierung. Da setzen wir Go ein. Wobei ich jetzt nicht ausschließen würde, dass wir das für Backends auch mal einsetzen werden in Zukunft. Okay, dann nochmal vielen Dank an dieser Stelle an euch. Wir haben damit quasi eine Punktlandung gemacht und freuen uns sehr, dass ihr uns mal einen Einblick gegeben habt. Vielleicht mal eine kleine Runde Applaus für die Herren.